Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite News mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, wir gucken mal wieder in die Kommentare rein. Aktuell haben wir das OneX. Das wollte ich von dem Herrn sofort einen Kommentar. Meine Bewertung für den 19.09. Raven 10 Punkte. Feathered Flyer 7 Punkte, Whiplash 6 Punkte, Victory Lab 4 Punkte, Taxi 1 Punkt, Rocket Rodeo 9 Punkte, Zani 6 Punkte, Bad Sickle 4 Punkte, Jungle Scout 0 Punkte. So, dann nochmal liebe Grüße an den Master Mick. Ja, du warst der Erste. So, jetzt mache ich das schon wieder. Leute, was ist denn los heute? So, dann gehen wir mal in den Item Shop rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Also gut. Wir gucken jetzt hier als allererstes mal hier den Frostwing. Alter! Alter! What? Alter, was ist das? Wie fett ist der denn? Den habe ich noch nie gesehen, ey. Ist der neu? Stand jetzt gar nichts davon wegen neu. Alter. Holy shit. Ey, das Ding, das ist ja übel. Ey, der ist übel. Leck mich am Arsch, ist der geil. Alter, ist der geil. Oh mein Gott, 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 ich will haben, ich will haben, ich will haben, ich will haben, ich will haben. Was haben wir für geile Gleiter im Moment, ey? Sensationell. 10 von 12 von 10. 100 von 10. Das ist ja brutal. Oh mein Gott. Okay, dann unfassbar. Ich kann das gar nicht glauben. Dann gehen wir hier in den Forebearer. Wielded with countless generations part of the North Set. Ja, eine geile Axt hier. Für alle Fantasy-Fans. Die ist echt cool. Dem Ding gebe ich eine 7 von 10. Dann kommen wir zum Magnus. Ja, der Wikinger ist natürlich geil. Der Wikinger ist natürlich mega fett, ja. Aber ja, wenn du schon Level 100 bist, besser ist der hier nicht. Ja, das kannst du vergessen. Deswegen würde ich keine 20 Mücken ausgeben und keine 2000 V-Bucks dafür holen. Nein, das ist er mir nicht wert. Aber trotzdem ein mega geiler Skin, muss ich schon sagen. Gefällt mir schon ziemlich, ziemlich gut. Dem Ding gebe ich eine 9 von 10. Einfach nur aufgrund der Tatsache, weil der Level 100er nochmal geiler ist. So, der Ragnarök. Dann gehen wir zurück. Dann sind wir jetzt hier beim Fußball angelangt. Und ja, clean. Oh. Okay. Da ist einmal Finesse Finisher. Oh, wenn schon einer so heißt. Na, Preview Styles. Gibt's denn alles? Alle möglichen Länder. Hier für Deutschland. Okay. Na. Für die Türkei. Türkei. So. Clinical Crosser. Sieht ähnlich. Was haben wir denn da? Ist da der Unterschied? Ich jetzt hier 24, 23, 22. Ist alles gleich. Naja.
Ja, was soll ich dazu sagen? Ist ganz nice, ist eine ganz coole Idee, aber es ist halt wieder so ein bisschen No-Skin-mäßig, ne? Mama, aber trotzdem schon eine coole Idee. Aber was hat Fußball hier? Na, machen wir 4 von 10. So, hier haben wir ein Elite-Glied. Die Picke ist schon witzig irgendwo. Aber sorry, Leute. Spielt FIFA, wenn ihr das haben möchtet. Spielt FIFA und nicht Fortnite. So. Also, ist schon nicht schlecht. 6 von 10. So, die Vuvuzela. Die Vuvu. Ups. Was war denn das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, die Vuvuzela, viel schlimmer geht's nimmer, muss ich echt sagen. Das Ding ist gräuslich, dem kann ich echt nur einen Punkt geben. Und dann haben wir den Goal Bound, ja, ein Fußballgleiter, 2 von 10. Und dann haben wir den Super Striker auch nochmal als Mann. Midfield Maestro, Aerial Threat, wie viele gibt es denn davon? Stalwart Sweeper, Dynamic Dribbler, Poised Playmaker, Finesse Finisher, Clinical Crosser. Ja. Ja, die ganzen Fußballskins da, den kann ich allen nicht so viele Punkte geben. Sorry, Leute, aber das. So, aber. Ah, jetzt. Das haben sie so rumgemacht. Das ist natürlich viel besser. Clever, Battle Pass Tier ist jetzt mal darüber zu packen. Ne? Wobei, jetzt haben wir noch einen Skin weniger. Ja, wobei, der ist ja da ausgetauscht. Die Vuvuzela mit dem Ding da. Dann gehen wir der Plunger. Plunger. Plunja. Plunger. So, ja, ein Toilettenpümpel. Mit einem Katana vorne drin. Ist schon richtig nice, das Ding. Und schon echt witzig. Ja, dem gebe ich 7 von 10. Er ist eigentlich schon sensationell. So, dann haben wir hier Cypher. Das sieht ganz cool aus. Muss ich echt sagen. Cypher sieht ganz cool aus. Cooler Skin. 6 von 10. Sieht echt nicht schlecht aus. So, und dann haben wir einen Emote, den habe ich auch. Also als. Ich mache hier auch gerade den Twist. Ich liebe diesen Emote. Ich mache den auch immer, wenn wir ein Match gewinnen. Und ja, also als absoluter Pulp Fiction Fan muss man den Twist haben. Der gehört einfach dazu. Also, wer John Travolta in Pulp Fiction gesehen hat, diese legendäre Szene. Es fehlt allerdings dann noch was bei diesem Twist-Emote. Normalerweise also wirklich hier epic. Wenn ihr richtig geil sein wollt, dann macht doch noch hier. Ich kann es euch jetzt leider nicht zeigen, weil ich Café-Scam drin habe, aber ne, über die Augen da und den Taucher und so geil. Ja, also das wäre. Dann wäre der Twist perfekt. Vielleicht macht er mal einen legendären Twist. Also so Pulp Fiction-Style-mäßig. Ist mega geil. Einer meiner Lieblingsfilme. Aber ich muss da nochmal reinschauen. Das Ding, das ist ja echt. Alter, ist das Ding übel. Ist das Ding übel. Ich raste aus, ey. Ich raste aus. Ich raste aus. Ist das Ding geil. Es ist. Ey, das ist der geilste Gleiter, den ich hier jemals gesehen habe. Ne? Also da kann nichts, aber auch gar nichts aktuell mithalten mit dem Ding hier. Das ist sensationell.
Hammer, Leute. Hammer, Hammer, Hammer. Was mache ich nur? Wie soll ich. Okay. Also, wenn es euch gefallen hat, das Video, dann lasst doch mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Ah, da unten, da mal. Mach mal Abo hier. Mach mal Abo da unten. Abo, Abo. Und dann gleich noch die Glocke. Gleich noch hinterher. Bitte! Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite News mit mir, dem Herrn Gleich, oder Fortnite Action mit dem Herrn Sofort. Alter, ist das Ding geil! Ich raste aus, Mann, ist das Ding geil. Ich muss noch einmal gucken. Ey, ist das Ding übel. Komm, gib's mir, Baby. Ja. Mega fett. Oh Mann, oh Mann. Ich bin verliebt. Ich bin verliebt in einen Gleiter. Ich bin verliebt. Ja, also, das war's von diesem Video. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.